Leute, es sind jetzt noch 12 Tage genau, bis Robin von Zweidorf seinen allerersten Wettkampf bestreitet. Mein Name ist Johannes Lukas und wir sind zu Gast heute in der Posinghöhle von Birk Luther. Posinghöhle? Oh yeah. Und ich möchte Robin heute die Chance geben, einen Wettkampf zu simulieren. Das heißt, ich werde meine Fresse komplett halten, das wird vielleicht den einen oder anderen Zuschauer freuen. Und ich werde zum ersten Mal nicht ins Spiegel gucken. Du wirst nicht in den Spiegel gucken, das ist mir ganz wichtig. Und Birk gibt, nachdem wir alle Posen durchgegangen sind, sein Feedback. Wir werden das Ganze also im Nachhinein auswerten. Ich wünsche euch viel Spaß. Vorher, bevor wir anfangen, messen wir seine Hautfalten und werden erstmal feststellen, wie hoch sein Körperfettanteil ist. Dazu hat Birk seine Zange dabei, der ist Profi. Ich überlasse euch das Spiel. Ich habe gerade schon zu Johannes gesagt, ich habe ja gestern noch Beine trainiert und heute war ich schon 50 Minuten auf Fahrrad. Und diese mit Farbe. Schaut mal. Du, ich habe nur eine Schicht drauf. Ich habe nur eine Schicht. Wir haben nur mal probiert, ob es an. Also nimmt wirklich super an für eine Schicht. Und weil es interessiert, wie wir nachher, wie wir da wird, zum Wettkampf gibt es da noch so eine Schminke drüber, damit die Tattoos nicht mehr zu sehen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, weil ich habe so sagen, dass drei Schichten und über die Tattoos gar nicht so viel drüber. Was sagt der Kampfrichter und Experte? Ich wollte gerade mein Veto einlegen, da was sagen zu dürfen. Ich würde genau wie Robin da nicht drüber schmieren, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich mit diesem Camouflage, dieser Theaterschminke oder diesem Zeug, was die Tattoos abdeckt, wirklich die Härte verloren geht. Ja, also es reicht wirklich aus, da wirklich diese Top-Tan, Pro-Tan, wie auch immer, Flüssig-Tan, Bräune raufzubringen. Ist optimal. Da sieht man die Härte. Heutzutage ist jeder tätowiert. Oder die meisten. Ich nicht. Ja, das denke ich nämlich auch, dass das heutzutage. Ich auch nicht. Wir werden heute ganz normal eine 4-Punkt-Messung machen. Reicht aus. Ja, also um einfach, sag ich mal, dazu eine Zahl zu erkennen, reicht so eine 4-Punkt-Messung komplett aus. Es ist ja sowieso völlig irrelevant, was am Ende für eine Zahl rauskommt, wie viel Körperfettprozent das sind, weil es zählt der Spiegel. Es zählt das, was auf der Bühne nachher zu zeigen ist, zu sehen ist. So, Birk trägt jetzt noch die ganzen Zahlen ins Programm ein und nimmt dann quasi einen Querschnitt. Ja, 5,4% Körperfettanteil. Und jetzt werden wir sehen, wie das Ganze ausschaut. Ich sehe das nämlich schon, er hat ein bisschen Wasser gezogen, ist auch 1,5 Kilo schwerer als sonst. Man konnte das bei ihm auch super geil bei Instagram verfolgen. Also aber trotzdem noch 3 Kilo leichter als vor 3 Wochen beim letzten Mal. Immer noch, ne? Genau. Also schon wesentlich besser als letztes Mal, aber mich interessiert heute eigentlich nur dein Arsch. Ja, ja, weil daran sieht man natürlich, ob ein Bodybuilder seine Hausaufgaben gemacht hat oder nicht. Wasser halt, ne? Arschparade mit Johannes Lukas. Okay, fangen wir mal an. Ganz normales Line-Up. Line-Up von vorn. Kommentieren soll ich ja nicht. Ich halte auch meine Fresse. Ach, das ist schwer. Okay, lockern. Halbe Drehung zur Rückenansicht. Habt ihr die Seitenansicht? Die ist bei PC auch nicht. Doch, eigentlich schon. Die Seitenansicht? Bist du sicher, ja? Ja. Seitenansicht. Okay, dann zur Seite. Vierteldrehung zur Seitenansicht. Okay, lockern. Vierteldrehung zur Rückenansicht. Spannung. Okay, lockern. Vierteldrehung nach rechts zur Seitenansicht. Wir sitzen übrigens bewusst unten, weil das Kampfgewicht auch weiter unten sitzt. Okay, danke, lockern. Und Vierteldrehung zur Frontansicht nochmal. Kleiner von vorn. Okay, fangen wir an mit dem Posing. Doppelbizeps von vorn. Erste Pose. Okay, lockern. Latissimus von vorn. Genau. Okay, lockern. Und Vierteldrehung beliebig zur Seitenansicht. Seitliche Brustpose. Okay, danke. Lockern. Jetzt mache ich es mal so, wie ich das kenne. Als nächstes gleich Seitenansicht bleiben. Entweder rechte oder linke Seite, beliebig zur Trizeppose.
in den Verbänden manchmal unterschiedlich gemacht. Das ist gleich eigentlich für eine Side-Chest. Okay, Vierteldrehung zur Rückenansicht. Doppelbizep von hinten. Okay, lockern. Latissimus von hinten. Okay, lockern. Und auch Beine. Und letzte Pose, Most Muscular. Okay. Es fiel mir sehr schwer, meine Klappe zu halten. Ich habe natürlich das eine oder andere gemerkt, war für mich auch schwer, weil normalerweise sage ich als Trainer genau, Beine, also erinnere den Athleten quasi, gib ihm Feedback, woran er denken soll, auch auf der Bühne. Aber das durfte ich diesmal nicht. Ist vielleicht aber auch gut, weil beim Wettkampf werde ich nicht dabei sein können. Deswegen bist du quasi auf dich allein gestellt. Ne? Also sag mal, Birk, was sagst du? Okay, also so mein erster Eindruck, wollte ja Robin vorhin schon wissen, was ich dazu sage. Es sind 12 Tage noch bis zum Wettkampf und es ist natürlich Wasser drin. Ja, also es ist noch nicht die Härte, die man nachher auf der Bühne zu sehen bekommt. Ja, das muss man ganz klar deutlich sagen. Ist jetzt auch so, ich weiß nicht, ob du schon beim Aufwässern bist oder so. Gar nicht. Ja, ich bin noch bei 20 Gramm Salz am Tag. Ja, ja. Ich habe gestern noch 900 Gramm Garnelen gegessen. Also hier mal ist noch normal. Also zu der Frage, was ist mein erster Eindruck? Es ist wässrig. Ja, muss ich wirklich sagen. Wir sind super, super Form, super, super volle Muskeln. Die Muskeln sind super voll, muss ich wirklich sagen. Ja, schön rund alles. Aber es ist eben noch Wasser drin. Gerade der untere Bereich. Der obere Bereich ist vielleicht schon relativ weit, relativ großen Abstand zum unteren Bereich, aber der untere Bereich hängt richtig voll mit Wasser. Also die Beine. Also gut, gestern Beintraining, heute Cardio, schon ja. 50 Minuten Musik und jetzt 3 Stunden Autofahrt. Ne? Aber du warst die letzten Tage auch viel, viel trockener, das muss man einfach so sagen, wir sind halt 2 Kilo mehr als sonst. Ja. Da hast du heute einen scheiß Tag erwischt. War richtig Schnitt drin die Tage, ne? Hier hatte ich schon Querstreifen drin. Also ich bin mir auch sehr sicher, wir kriegen das hin. 12 Tage werden ausreichen, um die Kiste trocken aber zu legen. Aber wie gesagt, genau. Der Rest, was ist denn der Rest? Er ist ja das erste Mal auf der Bühne. Wie hat er sich präsentiert? Was sagst du dazu? Von der Präsentation super, wirklich. Okay. Also die Posen gut gestanden, safe gestanden, nicht lange rumgeeiert oder so, um die Pose zu finden. Ja, das ist das Wichtige. Jetzt keine großen Schwächen, sage ich mal, Schwächen bezüglich der Präsentation. Ja, dass man da irgendwas falsch steht oder was ich weiß. Von der Rückenansicht muss ich sagen, wenn man die Hüfte vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten schiebt, um dass der Gluteus besser zu rauskommt. Ja? Noch mehr Bogen oder wie? Dass du den Gluteus weiter nach hinten schiebst, damit die Falte hier unten drunter nicht so zu sehen ist. Aber ich dachte, ich soll mit Hoden extra so damit, weil die Bühnen... Das ist absolut richtig, aber der Gluteus muss trotzdem nach hinten. Ja? Und so und dann? Ja, ganz genau. Ja? Geht hier speziell um die Falte. Ja. Also eigentlich muss man den durchspannen, aber wenn man nicht mehr so jung ist, dann hängt da eine Hautfalte runter und das sieht der Block anscheinend nicht gern. Ja, gut, das sieht halt insgesamt blöd aus. Ich sag mal so, ich fand bei der seitlichen Brust, hat sie das Knie noch ein bisschen mehr reindrücken können. So eine Kleinigkeit, hat man gesehen, da fehlt ein bisschen an Sicherheit, der Arsch entspannt. Achso, Krämpfe. Ja, ich habe im Auto ruhig von ausgestiegen, genau sage ich. Ansonsten bin ich zu Entschuldigung, die kann man auf der Bühne nicht bringen. Das ja, ist ich weiß, aber auf der Bühne habe ich auch keine 50 Minuten Cardio vorher und keine 3 Stunden Autofahrt. Ja, aber ich denke mal, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich denke, man kann dich so auf die Bühne stellen. Ja. Mit einer besseren Form natürlich. Das Ziel ist, unter 90 zu kommen. Du bist jetzt bei 93 heute. Ja. 93. Wasserring also, da noch drin. Und da kriegen wir aber das Klima easy hin. Also meine Prognose ist so 88,6 sogar. Ui. 89 Kilo auf eine Körpergröße von? Ja, 1,72. Ja. Also ich tippe geladen dann tatsächlich 90. Wir werden das Ganze sehen. Du wirst hoffentlich Aufnahmen machen vom gesamten Wettkampf und wir werden das Ganze natürlich Big gemeinsam... Mit. Also Emilio macht Aufnahmen. Okay, cool. Also wir werden es gemeinsam auswerten können. Ja. Ich sag, also das Gute ist wirklich, du bist nicht flach. Du bist richtig schön voll und breit. Genau, mit relativ wenig Kalorien. Das ist auch die ganze Diät über so geblieben. Es ist immer voll geblieben. Ne? Und Homeworkout. NPC, was ich so kenne von der NPC, die stehen auf volle Muskeln. Ja? Härte ist alles gar keine Frage, muss sein, aber da ist doch jemand mit vollen Muskeln immer
Im Vorteil. Besser im Vorteil. Okay. Ja. Also das ist so MPC-Reglement, so in der Richtung geht es da. Ihr könnt auf jeden Fall dem Robin die Daumen drücken, ihn bei Instagram verfolgen. Birk könnt auch mal bei Instagram abchecken, der macht bloß nichts. Aber Birk ist einfach eine Kultfigur, seit Jahrzehnten erfolgreicher Bodybuilder. Und Kampfrichter, er hört das ungern, aber... Ich bin auch dankbar fürs Feedback jetzt. Ja, Mann, es ist super cool. Es hat mich für dich auch gefreut, du hast das Feedback bekommen. Ihr habt es hoffentlich, seid auf eure Kosten gekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut rein, die nächsten 12 Tage oder weiß ich, wie viele Tage es noch sind, dann bis das Video kommt. Ich trinke jetzt doch schnell meinen Rain, Freunde, das wollte ich nicht vergessen. Es gibt nämlich neue Sorten. Das ist hier Orange Dream Cycle. Das ist eine Mischung aus... Es erinnert an den Eisklassiker. Vanille, Zitrone und Orange. Richtig geil. Checkt die unbedingt aus im Rewe. Ich habe leider keinen Rabattcode, sonst würde ich euch den geben, aber haltet die Augen offen. Jetzt aber. Vielen Dank, wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao.